Das sind die Techno-Partys, die wir in der Creepy gemacht haben. Also, warte mal, 2005, 2006. Hier gibt es noch diese ganzen Passfotos von Noah und von mir. Ne? Ja, coole Scheiße, Berlin bleibt dreckig. Das ist auch gut. Hier mein Spiegel, der ist natürlich schick. Ne? Läuft der Eimer? Ton, check, check, one. Ganz am Anfang meiner politischen Karriere sozusagen stand irgendwie ganz schlicht und ergreifend Notwehr, würde ich mal so sagen. Indem ich einfach meine Situation erfasst habe und sie ziemlich beschissen fand. Und zwar sowohl in dem kleinen familiären als auch in allen nächstgrößeren Kreisen und habe angefangen dagegen zu rebellieren. So, am Anfang, denke ich, war meine erste große Ersatzfamilie schon diese ganze Punkrock-Familie. Aber ich versuche immer die ganze Zeit, mich von Dogmen fernzuhalten und da auch sehr wachsam zu sein, die einfach in so abgeschlossenen Gruppen sehr schnell wirken. Und deswegen war ich eigentlich immer sehr froh, dass ich sozusagen meine unterschiedlichen Bedürfnisse in unterschiedlichen Gruppen erfüllen konnte. Der Chef von mir wollte springen und ich bin schon seit 30 Jahren dabei und ich leite und lenke alles und habe jeden und alle in meiner Hand und bin für Gelingen und Missgeschick der Band zuständig. Ich wollte springen, war großartig. Was mir vor allen Dingen daran gefallen hat, war so dieser kollektive Gedanke. Also alles, was irgendwie dazugehört, haben wir in einem gemeinschaftlichen Prozess erarbeitet. Und da habe ich dann zum ersten Mal auch auf der Bühne gespielt und geschauspielert und gesungen und so weiter. Was kann ich für Sie tun? Schönen guten Tag. Guten Tag. Mir ist etwas Schreckliches passiert. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, wenn du mir irgendwelche Leute ins Haus schleppst, dann stell sie mir vorher vor! Man weiß ja heutzutage nie, ob man noch existiert und... Ich habe das ja nicht gelernt, also ich weiß halt nicht genau, wie das handwerklich geht. Aber dadurch, dass ich diese alte Frau gespielt habe, die relativ viel mit meiner Mutter sozusagen zu tun hatte, konnte ich sozusagen das sogar therapeutisch einsetzen. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum das auch so eingeschlagen ist, weil wir einfach wirklich authentisch waren. Ne? Hey Leute, heute Abend gehe ich in die Stadt. Was schöner, das eine oder andere Plakat. Viel lieber in den Fingern hätte ich den Kandidat. Doch bis ich den kriege, nehme ich sein Plakat. 2, 3, 4. Für die Aktionen sind die Sektionen verantwortlich. Sowohl mit der Samba-Band als auch mit den Hedonisten. Das sind alles Politikformen, die ich mir dann irgendwann gesucht habe, die eher einen positiven Output haben und eine ganze Menge Aufmerksamkeit erzeugen. Wo sind die denn jetzt? Eine Menge Aktionsformen, wie man das gut einbringen kann. Nicht zuletzt zum Schluss jetzt hier bei diesen Zwangsräumungen mit einer nackten Gruppe in so Wohnungsbesichtigungen für so absolut überteuerte Wohnungen zu stürmen und die Presse direkt mit im Gepäck zu haben. Da kriegen wir heute noch Anfragen von Stern und Spiegel, wann die nächste Nacktaktion stattfindet. Bei meiner Tätigkeit als DJ ist es irgendwie genauso, dass ich die in den Dienst der Sache stelle. Dass ich also einfach sehr viel auf Soli-Partys spiele, bei den Hedonisten selber Aktionen mache mit Techno, wo ich dann spiele.
weil genauso wichtig wie zu kämpfen ist, irgendwie zusammen zu wachsen und zusammen Spaß zu haben und zusammen Nähe zu haben und Energie zu sammeln. Auch die ganze Zeit immer auf der Suche, meine Musik als Schlagzeuger zu verbinden mit elektronischer Musik. Das ist eigentlich im Moment das, wo ich am meisten Bock drauf habe. Das ist wirklich das größte und ernstzunehmendste linke Projekt, was ich bisher erfahren habe, ist, ein Kind zu kriegen. Also das muss ich wirklich mal so sagen, da kannst du nicht rumlabern oder irgendwas, sondern da kommst du drauf an, da gibt es Butter bei die Fische, da musst du deinen Worten Taten folgen lassen und musst es vor allen Dingen mit Leben füllen. Das ist nämlich genau der Punkt. Ne? Schlafen und sie werden nie wieder.